Sigmund Freud bezeichnete 1923 mit Es alle Bedürfnisse, deren Entstehung eine Person nicht erklären kann. Später sprach er von einem Kessel voll brodelnder Erregungen. Dazu zählte er biologische Antriebe wie Appetit und den sexuellen Drang, ebenso wie soziale Bedürfnisse, zum Beispiel ein Geltungsbedürfnis, und Gefühle wie Neid. Er spricht bei allen diesen Bedürfnissen von Trieben, weil sie der Selbsterhaltung dienen würden. Später im 20. Jahrhundert sind die Mechanismen und die Entstehung menschlicher Bedürfnisse durch die biologische Verhaltensforschung und die Lernpsychologie systematisch erforscht worden. Schutzbedürfnis, Stoffwechsel, Sexualität und Neugierde zählt man zu den biologischen Motiven. Grundgefühle wie Freude, Überraschung, Angst, Wut oder Trauer werden auf der Basis von genetisch angelegten Affektmustern geäußert. Dazu kommen soziale Gefühle wie Schuld und Scham, die als erlernt gelten. Dabei wurde deutlich, dass beim Menschen Gewohnheiten tatsächlich wie eine zweite Natur wirken. Jede motorische Ausführung wird nicht nur durch Wahrnehmungen, sondern auch durch einschlägige Inhalte des Langzeitgedächtnisses unterstützt. Man spricht daher beim Menschen nicht mehr von Instinkten oder Trieben, sondern eher vom Instinktzerfall. Der größte Teil des Gehirns ist als ein Organ aufzufassen, das Betätigungen veranlasst, wobei die einzelnen Handlungen je nach vorliegenden Informationen und je nach erlernter Verknüpfung erfolgen. Die Technik der künstlichen Intelligenz versucht das nachzubauen. Kehren wir zurück zur Triebtheorie Freuds. Er selbst hat diese mehrfach geändert. Schließlich gab er der Rolle der Sexualität einen breiten Raum. Triebstruktur und Triebäußerungen bilden nach Freud das Es, den unbewussten Teil der seelischen Struktur. Diese können nur indirekt und zwar mit psychoanalytischen Methoden erschlossen werden. Dem steht das Ich, das bewusste Erleben gegenüber. Die Regeln der Umwelt, insbesondere Elternurteile, Werte und Normen, würden, soweit sie internalisiert worden sind, in einem anderen Teil der seelischen Struktur repräsentiert sein, dem sogenannten Über-Ich. Nach Freud fällt das Ich Entscheidungen, wenn es Widersprüche zwischen den Forderungen des Über-Ichs und den Bedürfnissen des Es gibt und übt entsprechend Kontrolle aus. Bewusst erlebte Inhalte, die den Forderungen des Über-Ichs widersprechen, werden auf diese Weise mitunter ins Unbewusste verdrängt, können jedoch mit Hilfe der Psychoanalyse wieder bewusst gemacht werden. Sehen Sie dazu das Video über Verdrängung. Nun muss man sehen, dass Freud noch keine genauen Kenntnisse zu Lernmechanismen besaß, wie zum Beispiel beim Lernen durch Imitation oder beim Lernen am Erfolg. Tatsächlich sind zahlreiche Netzwerke unseres Gehirns lernfähig. Dazu gehört das Gewohnheitslernen mit Hilfe der Basalkerne, das motorische Lernen im Kleinhirn, das Affektlernen in den Mandelkernen und der Wissenserwerb durch die Großhirnhemisphären. Bereits bei Kleinkindern beruhen die meisten Bedürfnisse auf latent Gelerntem. In Pädagogik und Therapie versucht man daher, mit unterschiedlichen Methoden gedankliche Zuschreibungen, Verhaltensgewohnheiten und Affektäußerungen weitgehend unabhängig voneinander zu beeinflussen.